Hinter einem riesigen schmiedeeisernen Tor in einer kleinen Gemeinde im Osten Frankreichs versteckt sich ein verblüffendes Schloss im extravaganten neogotischen Stil. Es war das Lebenswerk eines Wahnsinnigen, eines großen Exzentrikers, eines Privatiers aus dem 19. Jahrhundert, der 35 Jahre brauchte, um seinen Traum zu vollenden. Jedes Detail der Buntglasfenster, jede Vertäfelung der Wände oder jeder Anstrich der Decken des 300 Quadratmeter großen Wohngebäudes ist der Fantasie dieses Mannes aus dem Burgund entsprungen. Ursprünglich stand auf dem Gelände ein einfaches Winzerhaus. Dieses hatte er von seiner Mutter geerbt, daraufhin eine wohlhabende Frau geheiratet und mit deren Geld schließlich begonnen, ein Schloss zu errichten. Leidenschaftlich, fast schon obsessiv, führte er Protokoll über die Arbeiten, ein Tagebuch über die Veränderung des Ortes. Doch wie kommen wir jetzt da hinein? Wie wär's mit Anklopfen? So, wir sind jetzt draußen aus dem Chateau Pavarotti. In meinen Augen eine großartige Bude und eine Wiedergutmachung für die Zerstörung meiner Drohne, denn diesmal hatten wir Glück. Und wir sind dem Besitzer, dem Verwalter, keine Ahnung was, wir konnten uns nicht verständigen, in die Hände gelaufen. Als er hörte, dass wir Deutsche sind, ist er nicht weggerannt oder hat uns erschossen, sondern er hat gesagt, ich schließe euch auf und lasse euch rein, solange ihr wollt. Und es war richtig geil. Ja, dann ist es passiert. Jetzt, wo wir freien Zutritt haben, können wir uns in aller Ruhe und vor allem stressfrei umsehen. Hier unten wurden viele Gegenstände und Möbelstücke aus dem ganzen Gebäude zusammengetragen. Es wirkt ein wenig wie ein Flohmarkt der Antiquitäten und Absurditäten. Der Verwalter erzählt uns, wie sehr es ihn aufregt, dass hier immer wieder eingebrochen wird und die Leute sich dann auch aus den Kisten bedienen. Umso mehr ehrt es uns, dass er gerade uns einfach so hereingelassen und uns sein Vertrauen geschenkt hat. Vielleicht ist es manchmal doch nicht das Schlechteste, alt und weise zu sein. Oder zumindest so zu tun. Coole Socken sind wir ja sowieso. Fakt ist, das Schloss steht zum Verkauf. Und zwar schon seit vielen Jahren. Auch der Kaufpreis ist eigentlich okay. Eine knappe 1 Million Euro, zuzüglich Vermittlungsgebühr. Es gibt auch immer wieder Interessenten. Die meisten davon kommen aus dem Künstlermetier, was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man sich das Schloss so anschaut. Bisher hatte man allerdings keinen Erfolg, was vielleicht aber auch ein wenig an den aktuellen Besitzern liegt, die es nur an jemanden weitergeben wollen, der dieses Erbe auch zu schätzen weiß. Verständlicherweise. Das Erdgeschoss ist ansonsten uninteressant und nach oben gibt es mehrere Wege. Dies ist einer davon. Und hier noch ein anderer. Das gefällt mir mit den Tüchern. Ich entscheide mich für Treppe Nummer 2. Wenn man in Urbex-Kreisen vom Chateau Pavarotti spricht, denken die meisten nur an das Theater im Schloss. Aber dieser Ort bietet doch noch einiges mehr. Schaut euch das an. Das ist ja der Hammer.
Der Erbauer des Schlosses war ein geradezu unglaublicher Schnäppchenjäger und Trophäensammler. Zum Beispiel benutzte er das Tor eines anderen Schlosses als Eingang zu seinem Anwesen. Die Haupttüren des Speisesaals stammen von der damaligen russischen Botschaft. Und die meisten Holztüren aus einem Pariser Herrenhaus, in dem der Sonnenkönig Ludwig XIV. Seine königlichen Bastarde aufgezogen hatte. Jemand beschrieb das Schloss einmal als einen Ort, der aus Kleinigkeiten besteht, aber menschlich groß ist. Ich halte das für eine sehr schöne Formulierung. Mir gefällt in diesem Raum besonders die Holzvertäfelung an den Wänden. Und wer ein wenig genauer hinschaut, der erkennt sie vielleicht sogar auch schon. Eine Art Geheimtüre, versteckt in der Wand. Tolle Geheimtür. Nun ja, zumindest vor den Treppen wird man gewarnt. Direkt gegenüber des soeben gezeigten Raumes betreten wir eine Art Speicher, wobei ich fast nicht glauben kann, dass das einmal der ursprüngliche Zweck war. Hier lagern Bleikristallfenster, die eigentlich nur wieder eingesetzt werden müssten. Und mal ehrlich, wer baut schon solche Buntglasfenster in einen stinknormalen Speicher ein? Dann entdecke ich etwas, das mir zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Gestelle, Polster und Lehnen alter Kino- oder Theatermöbel. Und zwar jede Menge davon. Der Verwalter hatte uns vor dem Boden hier oben gewarnt. Zu Recht. So, ich bin auf der Suche nach dem Theater. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es da hinten sein könnte. Achtung, Loch im Boden. Trommelwirbel bitte. Ich halt's nicht aus. Hey, da liegt ein Wikingerhelm. Ich bin und bleibe einfach ein echter Helmtyp. Übrigens, auch die Türe aus dem Theater hinaus ist getarnt wie eine Geheimtür. Ich schau mal weiter. Gibt noch genügend andere Türen. Ausschmückung hier ist einfach genial, wenn auch stellenweise schon etwas bruchstückhaft.
riecht ein wenig muffig. Mal etwas frische Luft hineinlassen. Fantastisch, dieses Türmchen da hinten. Wie man sieht, ein bunter Mix aus Stilrichtungen. Was auch nicht weiter verwunderlich ist bei einem Schloss, an dem Jahrzehnte gebaut wurde und das inzwischen schon fast 115 Jahre alt ist. Leider sieht man dieses Alter bei genauerem Hinschauen. Und gerade die extremen Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter machen dem Holz doch sehr zu schaffen. Auch die berüchtigte Urbex-Polizei darf nicht fehlen. Wobei hier die Frage ist, wer beobachtet wen? Ich würde ja gerne rausgehen. Aber diese Türe hat offenbar etwas dagegen. Also bleibt mir nur eine Möglichkeit. Die Flucht durch eine Geheimtüre. Und zum Glück kenne ich den richtigen Trick, um sie zu öffnen. Okay, hier geht eine weitere Treppe nach oben und ich habe auch schon eine Vermutung, wo sie hinführen könnte. Stichwort Theater. Mal schauen, ob ich richtig liege. Oh ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Obwohl, eigentlich ist das sogar noch viel schöner. Eine Tür mit einem samtverkleideten Guckloch. Was sich dahinter verbirgt, lässt sich nur erahnen. Denn ein Stein blockiert den Zugang. Naja, easy peasy. Damit habe ich Zugang zur Ehrenloge. Und ich darf offen und ehrlich zugeben, dass ich hier im Theater eine Gänsehaut hatte. So überwältigt war ich von dieser Räumlichkeit. Orte auf Bildern zu sehen ist ja eine Sache, aber selbst dann in Wirklichkeit dort zu sein, ist einfach etwas ganz anderes. Es ist ein erhabenes Gefühl, Geschichte förmlich anfassen zu können. Damit bleibt mir noch eine letzte Treppe. Dachte ich zumindest. So, Leute. Das ist wahrscheinlich die letzte Treppe, die ich hier im Schloss hochgehen werde. Ich war noch nicht oben. Ich wollte es mal live mit euch machen. Bin mal gespannt, was hier ist. What? Was ist das denn? Hä? Schaut euch das an. Ich glaube es nicht. Leute, das ist eine doppelte Wendeltreppe. Habe ich noch nie gesehen. Mund zu. Das ist der Hammer. Und dazu kommt dann noch diese Decke. Das war Protz in Rheinkultur. Eine doppelläufige Treppe wie diese fand man erstmalig im Château de Chambord, welche wahrscheinlich auf eine Idee Leonardo da Vincis zurückgeht. Für mich ist diese Treppe das Meisterstück des Schlosses und man übersieht dabei gerne andere Kostbarkeiten. Auch das exklusive Fenster linker Hand ist einen Blick wert. In diesem Fall sogar einen Ausblick. Leider können den manche Bewohner nicht mehr genießen. Dann schauen wir doch mal, wo uns diese exklusive Baukunst hinbringt. Ja, dann war es doch nicht die letzte Treppe vorhin, sondern die vorletzte. Denn dies ist die letzte. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Okay. Ah, da ist eine Lichtkuppel. Hier wächst schon ein bisschen. Ah, mal schauen, ob die aufgeht. Yes! Oh, wie geil! Aufs Dach hoch. Was für ein Ausblick.
Kein Wunder, dass er sich so eine extravagante Treppe dahin gebaut hat. Okay, da hinten, da ist das Türmchen, das wir vorhin gesehen haben. Richtig genießen konnte der Schlossherr sein Lebenswerk allerdings nicht. Bei seiner Fertigstellung Anfang des 20. Jahrhunderts war er bereits im hohen Alter. Nur 2 Jahre später starb er in Paris. Er wurde fast 88 Jahre alt. Und jetzt, ich versuch's nochmal, ob der Jörg auch was zu sagen hat. Ja, ich kann mich nur anschließen. Die Bude, die war richtig, richtig geil. Und nochmal ein Dank an den lieben, netten Verwalter, dass er uns einfach so reingelassen hat. Und zur Feier des Tages haben wir fett eingekauft. Nämlich, was hast du? Eine Zitronenmilch. Ja, du darfst das Produkt ruhig zeigen. Es ist eine Dauerwerbesendung, ja. Ich habe meine Finger im Weg. Jupp. Jupp. Und ich habe einen Orangensaft mir gekauft. Also wir haben jetzt noch... Vielleicht musst du ja noch fahren, wir haben ja noch 5 Stunden vor uns. Ja, wir haben noch 5 Stunden vor uns, 500 Kilometer und dann haben wir am Ende des Tages 1100 Kilometer auf dem Tacho. Mhm. Ja, reicht. Unser letzter Zwischenstopp des Tages, der Jörg ist hier schon am Essen. Wir sind in der großartigen Bude Kebab Street. Sieht hier oben die reichhaltige Auswahl und natürlich in Kebab Street gibt es nur eine Sache, die man essen darf. Kebab. Und dazu, schon lange nicht mehr getrunken, eine leckere Fanta Citro. Da kommt die Zitrone direkt aus der Dose raus. Dies sollte unsere Henkersmahlzeit gewesen sein. Denn daraufhin fuhren wir zielstrebig in die Nacht hinein. Auf dem Weg zu dem eigentlichen Grund dieser weiten Reise in den Südwesten Frankreichs. Am Horizont wartete das Schloss der Träume auf uns. Und so geht der Urbex-Albtraum weiter. Nach über 1000 Kilometern sind wir endlich am Ziel unserer Reise und können es uns nicht nehmen lassen, bereits in der Nacht einen Eingang zu suchen. Denn dieser verlorene Ort ist nicht von dieser Welt. Ach du Schande, mir fällt einfach nichts anderes ein.